Wenn du jetzt gleich öfters Nö sagst, dann lass uns mal an deinen Texten feilen, damit sich die Arbeit auch lohnt und deine Texte gelesen werden. Stark mit Worten, der Podcast für starke Texte ohne Blabla. Für dein Marketing, für dein Business und für dich. Von und mit mir, Bianca Grünert. Hallihallo bei dieser neuen Podcast-Folge, wo es mal wieder ein paar klassische Texttipps gibt. Da wurde ich jetzt auch mal gefragt, ob ich da mal wieder ein bisschen was mache. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten irgendwie keine Lust haben, sich so wie in der Schule so Texttipps so zu lernen. Was die meisten aber machen, sie schreiben und dann upsie, Text ist irgendwie, klingt komisch, wie so ein Brief vom Amt oder. Und deswegen empfehle ich auch immer, schreibt doch erstmal und wir feilen die Texte dann rund. Und dafür habe ich dir heute 6 Punkte mitgebracht, 6 Punkte, die deine Texte verständlicher machen. Und schon mal direkt vorab, das habe ich mir jetzt auch selber nicht ausgedacht, sondern ich habe mich mal so auf die klassische Kommunikationspsychologie bezogen in dieser Folge. Und zwar gehen wir mal die 6 Verständlichmacher nach dem Verständlichkeitskonzept von Friedemann Schulz von Thun. Das ist übrigens der Typ mit den 4 Ohren. Die gehen wir mal durch und dazu habe ich mir Fragen überlegt. Das mache ich auch häufig mit meinen Kunden und Kundinnen, wenn wir so zusammenarbeiten und gemeinsam Texte erarbeiten. So, warum ist das wichtig, seine Texte zu checken und zu überarbeiten? Naja, du kannst es dir denken, du sitzt da und machst dir die Arbeit. Ich weiß nicht, wie lange du jetzt zum Beispiel an so einem Social-Media-Post schreibst. Ich höre häufig, dass da manche echt so eine Stunde dran sitzen so ein paar Zeilen. Das wäre ja doof, wenn das keine Sau liest oder wenn die Leute das auch nicht verstehen oder was Falsches verstehen oder ja, also schon gar nicht lesen, das ist ja doof. Und dann sitzt du da, meinetwegen eine Stunde, beim Blogartikel habe ich neulich gehört, 3 Tage. Wie doof ist das, wenn das nicht funktioniert? So, und du, hättest in der Zeit auch mit deinen Kindern Eis essen gehen können. Deswegen feilen wir die Texte jetzt rund, also wir checken sie und feilen sie, bevor sie das Licht der Welt erblicken. So, und was kannst du jetzt genau checken? Ich habe so ein paar Fragen mitgebracht und jetzt hörst du dann immer ganz genau zu, wenn du denkst, nö, das habe ich jetzt nicht so gemacht. Und dann gebe ich dir auch noch ein paar Tipps dazu, wie du das besser machen kannst. Erste Frage oder erster Punkt auch. Frage dich immer, und das ist so die Basic von der Basic, ist mein Inhalt interessant und auch relevant für meine LeserInnen oder die das interessant finden sollen? Das heißt, Basis guter Texte, deine Texte sind für andere. Das ist schön, wenn du einen Text verfasst, den du toll findest. Gut, ist halt auch manchmal so, aber in der Regel ist es ja so, dass wir für unsere Leser, Interessentinnen, Kunden, Kooperationspartnerinnen oder schreiben. Also das heißt, bevor du einen Text verfasst, mach dir Gedanken über deine Zielgruppe und ihre Bedürfnisse. Und vielleicht ist sogar die Frage dann jetzt schon zu spät, wenn du den Text schon geschrieben hast, ist das interessant für meine Leser, LeserInnen? Wenn du jetzt denkst, nö, dann schreib einfach einen neuen. Ja, also und dann recherchiere mal vorab, welche Themen, Probleme jetzt so deine Leute bewegen und ja, orientiere deine Inhalte entsprechend daran. Und dann stell natürlich auch sicher, dass deine Texte so einen Mehrwert für die LeserInnen haben und ja, dass sie auch so eine Art Unterstützung erfahren. Vermeide also deswegen ausschließlich nur für deine Interessen zu schreiben. Kann natürlich sein, dass sich auch Leute da irgendwie angesprochen fühlen, aber vielleicht sind es nicht die Leute, die du ansprechen möchtest. Deswegen, erster Punkt, sei relevant, damit du interessant bist. Da helfen dir vielleicht auch so Zielgruppenanalysen oder Gespräche mit potenziellen KundInnen oder.
Nächster Punkt an Fragen, das ist sogar, sind sogar mehrere Fragen, die aber so aufs selbe hinauszielen. Nutze ich die Sprache meiner Zielgruppe, also gängige Formulierungen und ihre Keywords? Die Frage, die dazugehört, sind meine Worte so einfach wie möglich und menschelt mein Schreibstil? Und sind meine Sätze kurz und klar oder habe ich viele Schachtelsätze da drin? Habe ich aktiv formuliert, Nominalstil vermieden und dafür viele Verben genutzt? Das heißt, schreibe wie ein Mensch für einen Mensch. Zweiter Punkt. Wenn du die Menschen kennst, für die du schreibst, ne, du siehst schon, es geht so ein bisschen ineinander über, dann solltest du der ihre Worte auch nutzen und hör einfach genau zu oder lies mal genau, was die Leute dir schreiben, mit denen du zusammenarbeitest oder für die deine Produkte sind. Und da hörst du dann so Formulierungen raus, die du vielleicht selber nicht verwenden würdest, weil du bist ja Experte oder Expertin und du würdest es anders ausdrücken. Ne, zum Beispiel bei mir sagen die Leute immer, ich brauche eine neue Homepage. Jo, eine Homepage ist ja nur die Startseite einer Website. Ich nenne das Website. Aber ich schreibe auch einfach mal Homepage, weil ich weiß, dass die Leute da draußen oder viele das als gesamte Website verstehen. Es ist halt so. Nur wenn du zum Beispiel, ich habe hier auch noch so einen schönen Satz, aufgrund der gegenwärtigen Marktbedingungen und der damit verbundenen Herausforderungen ist es von essentieller Bedeutung, eine effektive Strategie zur Umsatzsteigerung zu implementieren. Geiler Satz, oder? Das hat mir eine Kundin geschickt, die das so geschrieben hat. Das war so eine Einleitung im Blog und irgendwie habe ich zu ihr gesagt, schreib doch besser mal, angesichts der aktuellen Marktlage müssen wir unseren Umsatz steigern. So, erstmal ist der Satz kürzer, Nominalisierung vermieden, Umsatz steigern, das sagen auch die Leute, Marktlage, das wusste ich auch, das hat sie auch irgendwie öfter mal in so Testimonials gehabt. Klingt viel einfacher, viel menschlicher als das, was ich da vorher vorgelesen habe. Hab also immer im Kopf, du schreibst für Menschen. Also selbst wenn du mit einem Unternehmen schreibst, schreibst du auch mit Menschen, die da in diesem Unternehmen sitzen. Das heißt, die sollen dein Geschreibsel verstehen und nicht erst noch ein Wörterbuch brauchen oder irgendwie drei Schlucke Wasser in einem Satz trinken müssen, damit sie irgendwie, also damit sie bis zum Ende kommen und sie nicht irgendwie vertrocknen unterwegs, wenn der Satz so lang ist. Also achte auf deinen Schreibstil, schreibe kurze Sätze, benutze aktive Sprache, viele Verben helfen deinen Worten und machen deinen Text menschlich und verständlicher. Also zweiter Punkt, schreib wie ein Mensch für einen Mensch. So eine dritte Kategorie, frage dich oder frage deinen Text, du kannst ja auch deinen Text interviewen, hat mein Inhalt einen logischen Aufbau und einen roten Faden? So der klassische Dreiklang, ne? Einleitung, Hauptteil, Schluss. Muss ich mir irgendwie wie bei so einem IKEA-Schrank, du gibst mir alle Einzelteile und ich muss irgendwie gucken, wo ich anfange und mir das Ding zusammenbaue. Deine Aufgabe als Schreiberling ist es, das so zu machen, dass ich da mitkomme, also dass ich weiß, wo ist der Anfang, also eine Einleitung habe, ein Hauptteil und einen Schluss. Und da kannst du auch so andere Strukturen nutzen, aber trotzdem alles hat irgendwie eine Einleitung, einen Hauptteil, einen Schluss. Im Hauptteil kannst du auch Strukturen nutzen. Ich nutze zum Beispiel gern das Format oder ne, AIDA ist auch eine Möglichkeit. Da ist die Einleitung dann der erste Punkt, das A. Du kannst aber auch noch andere Formeln nutzen, Textformeln. Wenn du da übrigens Interesse hast, dann hol dir die Stark mit Worten Toolbox. Die findest du auf starkmitworten.de. Da kriegst du so eine ganze Sammlung an Textformeln, unter anderem auch eine Anleitung für ChatGPT. Da musst du das noch nicht mal selber zusammenbauen. Die Dinger sind ziemlich genial, denn sie haben schon so einen roten Faden. Das heißt, den musst du nur noch mit Inhalten füllen.
Weil ich weiß, manchmal ist es, ne, da haben wir viel im Kopf und wir sind ja auch so Experten und unser Expertenhirn überspringt auch gern mal so ein paar Punkte. Ja, aber deine Leser, deine Leserinnen, die sind ja nicht auf dem Stand wie du. Das heißt, du musst denen das schon irgendwie so runtergliedern, dass sie auch mitkommen. Und das ist zugegeben manchmal nicht so einfach. Aber logischer Aufbau und einen roten Faden für deine Zielgruppe, die das liest, und nicht für dein Expertenhirn. Vierter Punkt, ist meine Kernaussage klar? Und das ist der Punkt, bei dem die meisten sagen, nö, ich habe irgendwie so angefangen zu schreiben und dann hat sich das alles so ergeben. Das ist auch alles gut und schön, aber wie willst du auf den Punkt kommen, wenn du keinen Punkt hast? Ich sag's nochmal, wie willst du auf den Punkt kommen, wenn du keinen Punkt, also keinen Kernpunkt hast, um den du dich kreiseln kannst? Es ist nämlich oft so, dass wenn wir so anfangen zu schreiben, dann kommen wir auch mal so vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und der vierte Punkt bei den Verständlichmachern, der heißt, komm zum Punkt. Wir haben ja nicht so viel Zeit, wir lesen nicht so gerne und so viel. Also komm zum Punkt und mach keine Ausflüge vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und dabei hilft dir ein klarer Kerngedanke, also so eine, oder auch, manche nennen es auch Kernmessage oder Keymessage. Was willst du sagen? Worauf willst du hinaus? Und dann fällt es dir auch leichter, auf den Punkt zu kommen. Und vor allem, wenn du jetzt schon ausführlich geschrieben hast, hier jetzt so unnützes Kram rauszustreichen, was nämlich nicht auf deine Kernaussage einzahlt. In der Kürze liegt die Würze und auch die Prägnanz. So, ich habe ja auch noch ein schönes Beispiel. Ne? Es mag sein, dass einige Leser Schwierigkeiten haben könnten, lange Texte zu verarbeiten, insbesondere wenn sie mit einer Vielzahl von irrelevanten Details gefüllt sind, die von der Hauptbotschaft ablenken könnten. So, könntest du auch ganz kurz und knackig sagen und auf den Punkt und präzise, lange Texte langweilen, vermeide unnötige Details und komm direkt zum Punkt. So, fünfter Punkt. Ne, nach viertens kommt zum Punkt, haben wir noch einen fünften Punkt. Und die Frage dazu lautet, nutze ich aktive sprachliche Bilder, Beispiele, Stories, Fragen? Also ist mein Text irgendwie interaktiv? Und es klingt vielleicht so ein bisschen komisch, weil gefühlt ist das ja ein Monolog. Aber wie schön ist es denn, wenn wir Texte lesen und wir werden so mit Fragen angeregt oder wir werden in so eine Welt geführt, wo wir so Bilder im Kopf bekommen oder wo trockenes und abstraktes Kram mit Analogien, Metaphern oder Vergleichen gespickt ist. Beziehe also deine LeserInnen mit in deinen Text ein. Also stell vielleicht auch mal nur so Fragen, rhetorische Fragen. Also lass sie dann so gedanklich antworten und beteilige sie so an deinem Geschreibsel. Dann bleiben sie nämlich auch länger bei der Stange und lesen auch weiter. Und lebendig werden deine Texte übrigens auch mit was Persönlichem. Ne, ich lese das häufig bei so Social-Media-Tipps. Ne, 5 Tipps zum XYZ. Wie schön ist es, wenn ich vielleicht noch erfahre, was dein Lieblingstipp ist oder warum du dich vielleicht bei dem einen oder anderen Tipp auch schwer tust. Also auch nochmal was Persönliches mit einbringen. Oder wovon bist du überrascht? Was löst bei dir Emotion X aus? Also genau das lockert auch deine Texte auf und macht sie anders als Briefe vom Amt. Da hast du unfassbar viele Möglichkeiten auch, ne? Beispiele könntest du auch reinbringen. Ja, ich habe es eben auch schon gesagt, Analogien, Metaphern. Auch hier kannst du zum Beispiel ChatGPT wunderbar fragen, wenn es dir zu so einem abstrakten Konzept mal eine Metapher geben soll oder eine Analogie oder einen Vergleich. Da kannst du dich richtig austoben. Fünfter Punkt ist also, schreibe lebendig und nicht passiv.
So, last but not least, letzte Frage und letzter Punkt, und das ist wieder was für die Kreativen. Haben meine Worte mit Überschriften, Absätzen, Visualisierung, Farben oder habe ich sie da in Szene gesetzt? Wenn du sagst nö, dann siehst du wahrscheinlich jetzt eine Textwüste vor dir. Und das ist blöd. Ne? Wenn du schon einen Text geschrieben hast, dann klatsch den nicht einfach so hin, sondern mach Absätze, Leerzeichen, gliedere. Du kannst gliedern bei Social Media Posts zum Beispiel auch wunderbar mit Emojis. Du kannst Zeilenumbrüche machen. Du kannst aber auch Zwischenüberschriften machen, weil es gibt ja auch die, die so Zwischenüberschriften scannen. Also hübsch das Ganze richtig gut auf, dass es schon mal mich nicht erschlägt, wenn ich den Text sehe, sondern dass ich irgendwie auch Lust bekomme, den zu lesen, weil er gegliedert ist. Und zum Beispiel, ne, Punkt 3 war ja, hab einen roten Faden, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Also allein da kannst du schon mal Absätze machen mit einer Leerzeile dazwischen. Heißt, zieh irgendwie deinen Texten einen schicken Fummel an und kämm den Buchstaben mal bitte die Haare. Dann bekommen sie natürlich auch mehr Aufmerksamkeit und vor allem die Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht. Das waren die 6 Punkte für deine Texte. Ich gehe sie nochmal durch. Erster Punkt, sei relevant. Also wenn du denkst, dass das keinen interessieren könnte, dann guck mal, wie du findest, dass, oder wie du irgendwie ein Thema findest, was Leute interessiert. Dann schreib wie ein Mensch für einen Mensch. Also nutze normale Formulierungen, lass deinen Schreibstil menscheln, halte Sätze kurz und nutze eher Verben und aktive Sprache. Dritter Punkt, bringe in deine Texte einen logischen Aufbau ein und einen roten Faden, also hab einen roten Faden. Was du viertens haben solltest, auch unbedingt, hab einen Punkt. Und komm damit zum Punkt. Also sei präzise auf den Punkt und überlege dir dafür eine Kernaussage. Fünfter Punkt, schreibe lebendig und interaktiv. Also lass deine Leute mitdenken, mitfühlen, mitlachen, mitweinen, was auch immer in deinen Texten. Dann werden sie auch eher gelesen und vor allem auch besser verstanden. Und last but not least, mach das Ganze hübsch, also setz deine Worte auch in Szene und so, dass ich Bock habe, den Text auch zu lesen, weil ich vielleicht auch nur mal drüber fliegen kann. Besser als nichts. Das waren also die 6 Verständlichmacher, 6 Texttipps, was du im Nachhinein auch nutzen kannst, um an deinen Texten zu feilen. Und ich garantiere dir, wenn du schon nur so einen Punkt davon nimmst, perfekt, weil macht's schon verständlicher, macht's schon besser und du wirst auch sehen, wenn du im Nachhinein Texte überarbeitest, an ihnen feilst, das merkst du dir fürs nächste Mal, wenn du frisch schreibst. Na, da wirst du gleich vielleicht dran denken, oh, ich mache mal ein paar Absätze rein oder oh, ich sollte doch vielleicht mal ein Thema nehmen, was auch die Leute interessiert und nicht das, was ich jetzt toll finde. Ich fand's toll, dass du bis zum Ende gehört hast. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn du zwischendurch Fragen hast, jemanden möchtest, der mit dir mal über deine Texte schaut, ich mache das gern mit dir in der Textwerkstatt, da haben wir so ein bisschen mehr Zeit. Ne, das ist so ein Learning by Doing. Ich sag immer, wir arbeiten am lebenden Objekt, also an deinen konkreten Texten. Und ob wir mit Pfeilen anfangen oder vielleicht auch erstmal mit der Recherche und so ganz von vorne, das entscheidest du oder das sehen wir dann zusammen. Melde dich gerne und so oder so freue ich mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder voneinander hören. Nein, das stimmt gar nicht. Ich höre, du hörst mich. Ich freue mich aber, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe. Ciao, Bianca. Das war eine Dosis stark mit Worten. Von und mit mir, Bianca Grünert. Ich bin die, die ohne Punkt und Komma redet, aber beim Texten ohne Blabla ist.
sollen deine Webseiten, Posts, Newsletter mehr auf den Punkt sein und so, dass du sie stolz draußen zeigst? Cool, dann klick auf www.starkmitworten.de. Da bekommst du Texttipps und mehr. Denn starke Worte brauchst du im Business ja immer.